Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Sendung Frauen wie wir. Sie sehen diese Sendung jeweils am Donnerstag um 19 Uhr und am Sonntag die Wiederholung um 18 Uhr. Durch die Sendung heute führt sie Gertrud Penne. Wir haben heute im Studio zu Gast Pauline Hiebert, die uns aus ihrem Leben erzählen wird, und sie wird sich auch äußern zu dem Namen der Sendung Frauen wie wir. Wir danken RSCC für diese Sendezeit und hoffen, dass Sie eine erbauende halbe Stunde haben. Pauline, du hast uns viel zu erzählen. Ich habe mich mit dir unterhalten und ich habe gemerkt, dass du viel zu sagen hast. Würdest du dich zuerst bitte einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Pauline Hiebert, geborene Kehler. Ich bin seit 19 Jahren mit Erwin Hiebert verheiratet und Mutter von 4 Kindern. 3 Söhne und eine Tochter im Alter von 8 bis 12 Jahren. Wir wohnen als Familie in Lolita, wo ich auch geboren und aufgewachsen bin. Du bist also nur Hausfrau und Mutter und immer gewesen? Nein, ich bin nicht immer nur Hausfrau und Mutter gewesen und bin es zurzeit auch nicht. Von jung auf hatte ich schon den Wunsch, als Lehrerin zu lernen. Das war mein Traumberuf. Es war aber zu der Zeit nicht unbedingt selbstverständlich, dass man als Mädchen schon einen Beruf erlernte. Aber meine Eltern haben sich bemüht und mir die Möglichkeit geschaffen, dass ich den Bachillerato machen konnte. Das hieß zu der Zeit von Lolita nach Loma Plata ziehen und da wohnen. Und ich konnte im Anschluss auch die 3-jährige Lehrerausbildung am IFL hier in Philadelphia abschließen. So, damit ging für mich ein großer Traum in Erfüllung. Und ich bin bis heute immer noch meinen Eltern dankbar, dass sie mir damals diese Möglichkeit gegeben haben. Ich konnte daraufhin dann auch lange in der Grundstufe unterrichten, denn ich hatte den Wunsch, mit kleinen Kindern zu arbeiten. Und das war auch der Grund, warum ich keine Weiterausbildung machte, das heißt keine Fachausbildung. Ich habe dann 10 Jahre vollzeitig in der Grundschule unterrichtet. Mittlerweile hatte ich geheiratet und irgendwann wünschten ja wir uns auch Kinder, aber in den ersten Jahren unserer Ehe kamen keine, also blieb ich ganz in der Grundschule. Kann man sagen, dass du, obwohl du deinen Traumberuf erlernt hast, obwohl da eine Sehnsucht blieb, die nicht mit dem Beruf gestillt werden konnte? Ja, das konnte man zum Teil so sagen. Wir, nachdem wir geheiratet hatten, war uns klar, wir wünschten uns irgendwann Kinder. Wir hatten aber gar nicht festgelegt, wann oder wie viel, sondern zu dem Zeitpunkt, wo Gott uns die schenken würde. Und irgendwann war der Moment da, dass ich schwanger wurde. Aber Gott hatte wieder andere Pläne mit uns und wir erlebten mehrere Fehlgeburten. Die Diagnose aus diesen Fehlgeburten, die aus diesen Fehlgeburten herausgestellt wurde, war, dass wir eventuell eine Ehe ohne Kinder führen würden, also dass unsere Ehe kinderlos bleiben könnte. Das wiederum spornte mich dann an, mich mehr in meinem Beruf zu engagieren, dass ich intensiver mich noch wieder da einarbeitete, mich einfach hingab, meine Arbeit in der Schule einfach gerne zu tun. Wie gingst du mit dieser Enttäuschung um? Nach so vielen Jahren endlich schwanger und schon auf ein Kind gefreut und dann wieder, wow, zurück, vielleicht kein Kind im Leben. Das ist eine Frage, da glaube ich, geht jede Frau, die sowas erlebt, sehr unterschiedlich mit um. Für mich war es, ja, gerne Kinder und natürlich spürte man eine Enttäuschung. Aber andererseits habe ich dann auch zu Gott gesagt, ich gebe das ganz an dir ab. Ich möchte mich dir hingeben und wenn es wirklich dein Plan ist, dass unsere Ehe kinderlos bleiben soll, dann möchte ich einfach meinen Beruf ausüben. Und da hatte ich Zugang zu vielen Kindern und da eben auf der Art und Weise, was mir die Schule ermöglichte, meinen Dienst zu tun. Dann aber passierte das Wunder, Pauline, und der Kindersegen kam.
stiegst du von einem Vollberuf um in ein Vollzeitmuttersein? Erzählst du uns über diesen Umstieg etwas? Nein, so ganz spontan geschah der Umstieg nicht. Also ich wurde da nach einiger Zeit wieder schwanger und man war ja ein bisschen vorsichtig, wie wird es sein, besonders in der Schwangerschaft. Und da hatte ich wieder die Möglichkeit, ganz mein Vertrauen auf Gott zu setzen, dass Gott uns führen würde nach seinem Plan. Und siehe da, diesmal hatte er den Plan, uns ein gesundes Kind zu schenken. Und ich unterrichtete in der Zeit noch, so das heißt, unser Sohn wurde geboren, während ich unterrichtete. Und ich habe dann auch, wo er ein Baby war, auch noch teilzeitig in der Sekundarstufe unterrichtet, sodass ich nicht von heute auf morgen, wie man dann sagen könnte, ausgestiegen bin. Ich bin dann aber nach diesem Teilzeitjahr ganz ausgestiegen, aus zwei Gründen. Nämlich war ich wieder schwanger und das war auch ein Gebet, das ich gebetet hatte. Ich habe einfach zu Gott gesagt, ich wünsche mir nicht ein Einzelkind, aber ich möchte das auch so annehmen, wie du das für uns führst. Und siehe da, er schenkte uns bald darauf ein zweites Kind. Und wir hatten uns auch als Ehepaar entschieden, für eine gewisse Zeit nach Ascension zu ziehen, wo mein Mann die Schulleitung vom Collegio Alberto Schweizer übernommen hatte. Also aus diesen Gründen stieg ich dann doch ganz aus dem Schulleben aus und wurde dann Vollzeitmama. Nach einer kurzen Pause sehen wir uns wieder und dann erzählt uns Pauline, wie die Kombination von Muttersein, Lehrerin sein und in der Gemeinde mitarbeiten so läuft im Alltag. Pauline, inwiefern haben Frauen aus der Gemeinde dir in deinem Muttersein und Lehrerinsein unterstützt oder geholfen? Welche Bedeutung hatte Gemeinde für dich? Also, als wir dann nach Ascension gezogen sind, begann ja für mich ein total neuer Lebensabschnitt. Alles war neu, alles war fremd und plötzlich war der gewohnte Rhythmus weg. Ich war 24 Stunden da für meine beiden kleinen Kinder. Ich war nicht mehr in der Schule. Ich war einfach zu Hause und ich machte meine Arbeit. Und ich hatte genug zu tun. Das war nicht das Thema. Wäsche waschen, Essen kochen, putzen, was so dran ist als Mama. Aber ich hatte doch irgendwie ein Gefühl der Einsamkeit aus dem Grund, weil ich halt die Leute dort nicht kannte und auch noch nicht, wir waren ja noch nicht lange da. Und da muss ich sagen, da hatte die MBG Concordia sehr nette Frauen, die sich meiner angenommen haben. Ihnen war das wichtig, dass ich auch einen Platz fand in der Gemeinde, in der Gesellschaft, da, um wiederum meinen Mann in seiner Arbeit zu unterstützen. Diese Frauen haben keine Mühe gescheut, um mir den Weg zu ebnen, dass ich in einem Frauenhauskreis mitmachen konnte, wo ich auftanken konnte in meinem Muttersein. Es ging darum, dass wir Lehrbücher miteinander lasen oder gewisse Bibelabschnitte, einfach wo man im Alltag, im Glauben auftanken konnte. Und das wurden so für mich sozusagen die Oasen in meinem Alltag. Ich wusste, mindestens einmal in der Woche, hatte ich Kontakt mit anderen Frauen, wo wir auch einmal locker sprechen konnten über Sorgen, über Freuden, über Kämpfe und wo aber auch ganz bewusst eine Zeit da war, wo wir uns dem Bibelstudium gewidmet haben. Das habe ich in dieser Zeit, wo ich zu Beginn Mutter war, besonders intensiv erlebt. Viel intensiver wie vorher, wo ich als Lehrerin gearbeitet habe. Ich denke, weil ich damals als Lehrerin halt auch viel Kontakt mit anderen Leuten hatte. Ich hatte sehr gute Ansprechpartnerinnen unter den Frauen, die mich immer wieder ermutigt haben, die mir den Rücken gestärkt haben. Und ich habe das als positiv erlebt. Aber so intensiv wie da, wie hier, habe ich das als Lehrerin dann nicht erlebt. Das war sozusagen der Teil
soziale Kontakte und auch geistliches Wachstum. Mhm. Dennoch haben wir auch eine Seele, ein Suchen nach einem, nach einer Kreativität oder irgendwie in die Richtung. Was hast du dir da gesucht, neben all deiner Hausarbeit für dich persönlich? Und in der kommenden Zeit, also in der ersten Zeit in Ascension, wurden uns dann noch zwei weitere Kinder geboren, sodass wir innerhalb von 4 Jahren Eltern von 4 Kindern waren. So, das heißt, meine Arbeit hatte sich sozusagen einerseits vermehrt, aber andererseits durfte ich dieselbe Arbeit nur für mehr Kinder erledigen. Und ich habe gemerkt, ich brauche aber noch etwas mehr als Wäsche zu waschen und zu kochen. Ich koche für meine Familie und das mache ich auch gerne, aber darüber hinaus nicht. Denn ich lasse eigentlich die Finger von den komplizierteren Sachen. Da weiß ich, das gibt Frauen, die können es besser machen. Ich bestelle das dann gerne bei ihnen. Und ich nähe gerne. Als Jugendliche und auch als jung verheiratete Frau habe ich sogar mir selber die Kleider genäht. Und eine andere Sache, die ich gerne gemacht habe, sind Patchwork-Decken machen, also diese sogenannten Flickendecken. Wow, du hast neben 4 Kindern noch Hobbys gepflegt. Ja. Und ich denke, das war eine bewusste Entscheidung. Die brauchte ich, diese Zeit, um einfach auch mein Gehirn mit etwas anderem zu beschäftigen. Ich stellte meine Nähmaschine dahin, wo meine Kinder waren, wo sie spielten. Natürlich zogen die auch mal irgendwann an der Stoffe oder haben die Maschine bewegt. Und da wiederum hatte ich ein bisschen die Gelegenheit, auch an meinem Perfektionismus zu arbeiten. Also es musste nicht alles perfekt sein. Ich gab mich dann auch mal zufrieden, wenn es dann nicht ganz perfekt war. Ich habe die Zeit aber genossen. Ich habe es so gesehen. Ich brauchte für meine Familie Bettzeug, ich brauchte Decken. Also ich konnte ja das selber nähen. Und in dieser Zeit habe ich dann halt auch sehr bewusst mich mit dem Kind beschäftigt, für das dann die Decke war. Oder ich habe auch einige Decken genäht, zum Verschenken an Freundinnen. Und da auch. Ich konnte die Zeit bewusst nutzen, um an diese Person zu denken oder für sie zu beten. Und das heißt, du hast es geschafft, für jedes Kind individuell eine Decke zu machen und zusätzlich noch mehr zu schaffen? Ja, das habe ich geschafft. Wow. Das war aber nicht in einem Jahr so. Das war über eine längere Zeit. Und das Projekt lag dann auch mal mehrere Wochen, weil einfach in der Zeit anderes zu tun war, ja. Aber ich habe es dann immer wieder hervorgekramt und andererseits auch sehr bewusst nicht sehr weggeräumt. Also es sollte mich daran erinnern, dass ich das irgendwann auch fertig bekommen wollte. Okay. So, in dem Sinne hat es mir gut getan und ich merkte, ich war ausgeglichener, wenn ich sehr bewusst diese Zeit für Hobbys nahm. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Pauline, konntest du das für deinen Beruf Gelernte auch irgendwie einbringen in deinem Muttersein und in der Gemeinde? Du hast gesagt, dass du auch Gemeindearbeit mitgeholfen hast. Doch, ich konnte das in vielerlei Hinsicht, würde ich mal sagen, anwenden. Zu Hause habe ich das viel angewendet, indem ich gerne Geschichten erzählt habe. Also von sehr klein habe ich unseren Kindern Geschichten erzählt, Bibelverse auswendig gelernt, sogar mit ihnen gesungen. Obzwar ich immer dachte, ich war nicht musikalisch, aber ich habe einfach so gesehen, ich kann da ein Lied gut vermitteln. Andererseits habe ich das in der Gemeinde aber auch anwenden können, wo ich heutzutage in einem Komitee von unserer Bibliothek bin, wo wir dann verschiedene Projekte durchführen, sei es Bibelverse auswendig lernen oder auch wir bieten einen Lesepass für die Sommermonate an, wo wir ganz konkret das Lesen fördern wollen. Und ich denke, da helfen mir meine Vorbereitungen als Lehrerin, um das auszuüben. Du hast vorhin erwähnt, dass du einen Hang zum Perfektionismus hast. Ist das nicht super, perfekt zu sein? Nein, das ist nicht unbedingt super. Man kann ja das immer von zwei Seiten sehen. In gewissen Momenten ja, aber andererseits sehe ich das bei mir auch so, dass das für mich auch manchmal eine Blockade sein kann. Denn ich brauche diese Sicherheit,
dass ich das kann. Und wenn ich die Sicherheit nicht habe, dann lasse ich lieber die Finger davon. Und das ist nicht immer gut. Denn manchmal muss man auch mal losgehen und loslassen. Und da wiederum merke ich, wie Gott mit mir immer wieder seine konkreten Schritte macht, dass ich das Vertrauen lerne, dass ich die Kontrolle an ihm abgebe und einfach neue Schritte wage, wo ich den Raum habe, den Perfektionismus abzubauen. Wenn du den Namen der Sendung Frauen wie wir noch mal so dir durch den Sinn gehen lässt, was fällt dir dazu ein? Erstens denke ich, Frauen wie wir, das kann jede Frau sein. Egal, welche Arbeit sie als Frau macht, ob sie jetzt Hausfrau ist, ob sie Mutter ist, ob sie verheiratet ist, kinderlos oder alleinstehend. Jede Frau ist gemeint. Und ich denke, in einer gewissen Hinsicht wird jede Frau irgendwann über dieses oder durch dieses Programm irgendeine Botschaft bekommen, die sie gerade in dem Moment braucht. Und andererseits vielleicht sich auch angesprochen fühlen, selber etwas mitzuteilen, sei es aus ihrem Leben oder zu einem bestimmten Thema. Du denkst, dass alle Frauen etwas zu sagen hätten? Doch, in einer gewissen Hinsicht schon. Ich weiß aber auch, dass nicht jede Frau das sprachlich zum Ausdruck bringen kann. Aber es gibt eine ganze Menge Frauen, die könnten es machen. Manchmal fehlt uns nur diese Überwindung. Und wie ich erst schon sagte, dass wir uns loslassen und Schritte wagen, etwas zu tun, wo wir vorher vielleicht gedacht haben, das würde ich nie machen. Wie kann ich meine eigenen Stärken und Fähigkeiten erkennen und zum Blühen bringen und vielleicht auch anderen Frauen helfen, damit sie sich selber entfalten können? Für mich ist immer wieder ein ganz wichtiger Punkt, dass ich nicht alles können muss, sondern wie ich das in meiner Situation schaffe, wie es meiner Situation angepasst ist. Zum Beispiel, ich erwähnte das erst schon, ich koche, aber ich koche nicht unbedingt sehr gerne, aber ich koche für meine Familie mit sicheren Rezepten und das klappt auch gut. Ich habe auch über die Jahre erkannt, dass ich nicht pflanzen muss. Ich habe mir lange den Zwang angetan, denn jede Frau musste ja pflanzen und der Hof muss bepflanzen, das müsste eigentlich die Frau tun. Aber ich habe so oft frustriert festgestellt, bei mir wächst es doch nicht. So habe ich mit der Zeit gesagt, gut, das muss ich auch nicht können. Ich entspanne mehr, wenn ich meine Zeit dann an der Nähmaschine zum Beispiel verbringe. Und ich denke, da ist das wichtig, dass jede Frau erkennt, was entspannt mich, was kann ich und dass ich dazu ein Ja finde, dass ich meinen Platz als den Platz akzeptiere, der jetzt für mich dran ist, dass ich dankbar dafür bin, zufrieden und dass ich bereit bin, an dem Ort zur Ehre Gottes meine Arbeit zu verrichten. Dann ist es ganz egal, wo ich gerade bin. So, dann kann man zusammenfassend sagen, dass auch die Pflanzen oder die Stoffe es merken, wo deine Begabung liegt. Naja, einerseits könnte man das so zum Ausdruck bringen. Denn ich denke, dass die Frauen, die vielleicht pflanzen, das an der Nähmaschine nicht schaffen. Und wenn wir uns dann ergänzen, dann fühlen wir uns beide gestärkt in der Hinsicht. Und ich denke, das wiederum ist auch ein Thema, das uns Frauen betrifft. Wir vergleichen uns, aber wir vergleichen meine Schwächen mit den Stärken der anderen. Und da, glaube ich, müssen wir unseren Blickpunkt ein bisschen ändern und uns gegenseitig auf unsere Stärken den Blick richten. Und uns auch ruhig mal gegenseitig nur so mal sagen, das hast du gut gemacht, ohne dass du irgendetwas Außergewöhnliches geleistet hast, sondern du hast ganz einfach den Alltag für deine Familie gestaltet. Pauline, hast du ein Schlusswort für die Frauen, die uns jetzt sehen und hören? Da ich Mutter und auch eine Erzieherin von Beruf bin, wird mir es immer wichtiger, wie wichtig das ist, das eigene Herz zu behüten. Denn die Arbeit als Mutter und auch als Lehrerin, die beginnt im eigenen Herzen. Wir werden aufgefordert, unser Herz mit dem Wort Gottes zu füllen, seine Anweisungen in unserem Leben umzusetzen, um dadurch die Herzen unserer Kinder oder auch in der Schule die Herzen der jungen Leute für Gott zu beeinflussen.
Wir können die nicht bekehren, aber wir können sie beeinflussen. Und wenn mein Herz behütet ist und wenn daraus Gutes fließt, kann ich so auch zur Ehre Gottes leben, egal wo ich meine Arbeit verrichte. Das war ein super Schlusswort und wir schließen damit die heutige Sendung. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und das war Frauen wie wir heute. Glauben und Leben.